Willkommen zurück zu Leia Sophia Inheritance. Wir erforschen das Leben der Tochter des Künstlers und machen heute einfach da weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich wünsche euch viel Spaß. Na, das sieht doch wundervoll aus. Gehen wir mal da hin. Revolutionäre Projektionsmethode erobert Publikum im Sturm. Letzte Nacht im weltbekannten Chion Odeon nahm alles einen langsamen und recht uninteressanten Anfang. Als das Licht gedämpft wurde und das Gemurmel verstummte, betrat Punkt die Bühne. Der geniale Ingenieur, Geschäftsmann und Wohltäter sprach von seiner Zukunftsvision, von einer Welt, in der künstliche Bilder aus dem Nichts erschaffen werden und so real wirken können wie echte Objekte oder Personen. Trotz seiner unbestreitbaren Leidenschaft zog sich die Rede etwas zu lange hin und das Publikum begann sich zu fragen, ob der Mann wirklich etwas vorzuweisen hatte. Wir konnten ja nicht ahnen, dass das Ganze nur ein brillantes Ablenkungsmanöver war. Scheinbar vom Klang seiner eigenen Stimme gelangweilt, lud Punkt seinen Freund auf die Bühne ein, in der Hoffnung, dieser könne besser erklären, wie revolutionär ihre neue Technologie sei. Die Zuschauer schnappten ungläubig nach Luft, als ein genaues Duplikat des Redners die Bühne betrat und sich an das Publikum zu wenden begann. Und danach kam noch einer und noch einer. Innerhalb weniger Minuten war die ganze Bühne voller Männer, die wie identische Zwillinge des Erfinders aussahen. Tosender Applaus brach aus, als der Mann selbst ganz hinten im Raum wieder auftauchte. Als er sich von hinten der Bühne näherte, lösten sich seine Doppelgänger langsam in Luft auf. Punkt begann Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Obwohl die Reaktion überwältigend positiv war, gab es auch ein paar Skeptiker. Als der Erfinder nach den möglichen Gefahren seiner Technologie gefragt wurde, wirkte er unbeeindruckt und erwiderte scherzhaft, dass die Leute einst Angst vor Autos gehabt hatten. Doch Scherz beiseite, das Schauspiel war für manche Zuschauer zu viel gewesen, denn mehrere waren in Ohnmacht gefallen und ein älterer Herr hatte von Sanitätern aus dem Gebäude geführt werden müssen. Die Technologie wird auf jeden Fall zu Kontroversen führen. Einerseits scheinen ihre möglichen Anwendungen endlos zu sein und sich von Technik über Bildung und Medizin bis zu visueller Kunst zu erstrecken. Andererseits muss man sich die unvermeidliche und unbequeme Frage stellen, wenn eine Zeit kommt, in der wir nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können, wie wird sich das auf uns als Gesellschaft auswirken? What the fuck? Was willst du? Oh, ich muss darauf. Ich bastel mir eine Treppe. Ja gut, dann. Oh, ein Geburtstag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Dear? Wir haben alle keine Namen! Äpfel. okay, ich würde da gern rauf. Könnt ihr da weggehen? Ach, das geht trotzdem, okay. What the fuck? Oh Gott, danke, dass ihr mich stechen wollt an meinem Geburtstag hier. Also nicht an meinem Geburtstag, aber an dem Geburtstag vom Charakter. Wow. Oh wow. Oh wow. Oh no. Oh no. Oh no. Hallo? Ich will da nicht runterfallen. Vielleicht, wenn ich da hingehe? Wie war das mit, ich will da nicht runterfallen? Ach, nö. Kann ich da jetzt bitte... So, besser. Was war das? Okay, da oder da? Das sieht sicherer aus.
noch mehr Geburtstag. What? You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Whoops. Okay, der hat irgendwie so ein bisschen Stifte in die Torte gesteckt. Gut, kann man auch mal machen. Ja. Okay, ich glaube, ich muss jetzt doch den wackeligen Weg gehen. Der irgendwie ins Nichts zu führen scheint. Okay, jetzt nicht mehr. Okay. Ah, und jetzt muss ich wieder zurück. Und zwar schnell. Shit. Ist ja gar nicht gefährlich. Wie so ein kleines Kind. Oh Gott. Oh Gott, wollt ihr einen Herzinfarkt bekommen? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich würde mein Kind das nicht unbedingt machen lassen. Und wir haben nochmal Geburtstag. Okay, wow, das ist jetzt nicht mal mehr Torte. Das ist jetzt Ton, glaube ich. Not now, Princess. Go play with your dolls or your crayons. Daddy's very busy. Wow. Okay, toll. Das ist... Wow. Fantastisch. Und dafür bin ich jetzt den ganzen Weg hierher gekommen? Da geht's nicht mal weiter? Oh, doch. Diese Ansicht, die man als Kind hat, diese Katastrophe. Oh. Okay, da passiert nichts. Ich gehe einfach weiter. Bitte, 10% weniger flüstern, das wäre voll lieb. Ich sehe nichts, zu dunkel. Das Ding ist süß. Oh Gott, die ist traurig. Nein. And panic is incoming. Oh, so süß. Oh, die Katze braucht einen Schwanz. Und jetzt ist sie so halb glücklich. Und sie braucht noch ein Rad. Ich muss das Rad finden. Auf den Tisch mit dir. Ach, fuck. Du hast kein Gleichgewicht. Okay. Clever klettern, haben wir gesagt. Geh darauf jetzt. Okay. Ich sehe ein Rad. Oh, das könnte ein Rad sein. Warum? Was passt denn jetzt schon wieder nicht? Dann gehen wir mal zu meinem Kätzchen. Hallo Kätzchen, ich habe hier einen Fuß für dich. Oh, wie süß. Hey, warum freust du dich nicht? Oh, darum freust du dich nicht. Oh nein! Oh, ein Bild vor der Zeit. Oh.
Und nach dem Unfall hat sie ihre Eltern so gesehen. Also jede Person auf ihre Art toxisch hat das Kind hin und her gerissen und wollte es für seine Seite einnehmen. Machen Eltern oft, wenn sie in Streit geraten. Oh, da oben! Aber wie soll ich darauf kommen? Wie kommt man... Oh, über das da. Ha! Ein kleines Bein für die kleine Katze. Perfekt. Und jetzt freut sie sich. Ach, die ist so süß. Ich verfolge die jetzt mal. Wo mich diese Katze hinführt, kann sie ja nicht böse sein. Oh, wie süß. Oh nein. You're sick. You're insane. You're not thinking straight. You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me? Well, excuse me if I've been too busy working my ass off. Trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings to your ear. Okay. Mal. Okay, immer hinter der Katze bleiben. You're sick. You're insane. You're not thinking straight. You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me? Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that work? You lock yourself in there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Oh. Oh mein Gott, Babykatzen. Oh, sind die süß. Oh mein Gott. Oh Gott, ist das niedlich. Die Katze hat kleine Babys da hinten. Ach nö, ich will mit denen mitgehen, da ist sie ja schöner. Ach nö. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh. Ja, wie gesagt, ich will mit den Katzen mitgehen, da ist sie ja schöner. An der Stelle werde ich jetzt aber erstmal den Part beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir doch gerne mit einem Daumen nach oben und einem Kommentar. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Lasst mir doch gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und sage erstmal Tschüssi.